Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja gebeten, mir Fragen zu stellen für dieses, ja, Q&A. Witzigerweise habe ich mal festgestellt, dass ich immer FAQ dazu sage, aber FAQ ist ja Frequently Asked Questions und nicht das, was ich eigentlich meine, Q&A. Ist mir mal so aufgefallen, ich bin dumm, sorry, aber ja, es ist ein Q&A, ein Frage- und Antwort-Video. Also, ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Wie sieht es mit deiner heidnischen Glaubensrichtung aus? Kannst du das mal näher erläutern? Tatsächlich habe ich überhaupt keine Glaubensrichtungen, also ich beschäftige mich zwar viel mit solchen Dingen, deswegen entsteht wohl auch irrtümlich der Eindruck, dass ich eine heidnische Glaubensrichtung habe. Tatsächlich habe ich aber gar keine. Also ich glaube an keinen Gott, keine Götter. Ich beschäftige mich tatsächlich sehr gerne mit heidnischen Glaubensrichtungen, mit Okkultismus, mit Hexerei in dem Sinne. Deswegen fragen mich auch unheimlich viele Leute, ob ich Satanist bin, weil ich ja auch, ich hatte ja mal zum Beispiel ein Haul gemacht zu diesem Thema. Aber gut, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ich meine, wenn man in meinem Hintergrund Pentagramme sieht und sowas wie die satanische Bibel oder so und Leute, die sich damit gar nicht auskennen, sehen halt nur dieses Oberflächliche und denken sich dann, oh mein Gott, das muss ja auf jeden Fall bedeuten, dass sie Satanistin ist. Nein, tatsächlich gehöre ich gar keiner Glaubensrichtung an. Ich finde sowas einfach total spannend. Ich habe mir ja letztens auch wieder das Wikipedia-Buch noch gekauft. Ich hatte schon mal eins, das ist aber irgendwie verschwunden seit dem Umzug. Und ja, generell heidnische, ich kann euch mal ein paar Sachen zeigen. Also diese okkultistischen Bücher habe ich euch ja schon mal gezeigt, ne, so Satanistenzeug, aber auch andere Sachen, das habe ich euch letztens gezeigt, das Wikipedia, aber auch, die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Hier zum Beispiel, das heißt Götter, Mythen, Jahresfeste, heidnische Naturreligion, finde ich ultra spannend sowas. Und dann habe ich hier noch nordische Magie, also nein, ich habe nicht nur Bücher zum Thema schwarze Magie, ich habe auch welche über nordische Magie, über weiße Magie. Ich finde das Thema allgemein einfach sehr spannend, aber das heißt nicht, dass man sich da in irgendwelche Schubladen stecken muss. Wie geht es dir mittlerweile? Hat sich nach der Tagesklinik wieder viel verändert? Also natürlich hat sich viel verändert. Man hat ja eine ganz andere Sicht auf die Dinge danach. Ist ja total klar. Also ich bin jetzt zum Beispiel in Therapie. Ich hatte das Glück, dass ich einen Platz bei einer Therapeutin gefunden habe, die ich schon kannte aus meiner Klinikzeit. Und das läuft bis jetzt sehr gut. Problematisch ist halt nur, dass, wie sie mir auch gesagt hat, ich halt alles Mögliche, was ich hier erlebt habe, nie wirklich verarbeitet habe, sondern ich habe es immer nur so beiseite geschoben, was auch vieles erklärt. Und da das jetzt halt alles therapiert wird, wir treffen uns halt alle 2 Wochen, wird das halt jetzt gerade alles so nach oben geholt und dadurch bedingt geht es mir halt nicht so gut. Ich muss mich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das wühlt einen auf. Ich habe zum Beispiel, also so oberflächlich gesehen würde ich sagen, es geht mir ganz gut, aber meine Träume zum Beispiel sagen was ganz anderes. Also ich habe fast jede Nacht Albträume oder sehr merkwürdige Träume. Es kommen immer bestimmte Personen darin vor, es passieren immer gewisse Sachen, die halt etwas Bestimmtes bedeuten. Und ja, Albträume habe ich ziemlich oft und das ist halt nicht so cool, aber da muss man wohl, denke ich, einfach ja, durch. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass mir die Therapie jetzt schon geholfen hat, obwohl es noch gar nicht so lange ist, dass wir uns regelmäßig treffen. Man merkt auf jeden Fall eine Veränderung, würde ich sagen. Übrigens, was ich mir mal überlegt habe, das Thema so Therapie und so ist ja jetzt momentan ziemlich präsent. Also ich habe jetzt schon auch bei anderen YouTubern festgestellt, auch größere YouTuber, dass die halt öffentlich auch schon mal was dazu sagen, dass die sich in Behandlung begeben haben und so. Und da dachte ich mir, es wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mal ein Video machen würde. Meine Erfahrung, worauf man achten sollte, wenn man vorhat, oder wenn man noch gar nicht weiß, was man als ersten Schritt machen soll, wenn man jetzt, keine Ahnung, die Empfehlung bekommt, geh mal in eine Klinik oder geh mal zum Therapeuten, wo fängt man dann irgendwie an und worauf sollte man achten, meiner Erfahrung nach, was ich euch schon mal mit auf den Weg geben kann, damit ihr euch Zeit erspart und so, vielleicht habt ihr daran ja Interesse, wäre auf jeden Fall nice, ich denke, ich könnte damit ein paar Leuten helfen, aber wenn nicht so viele daran Interesse haben, dann brauche ich mir die Zeit und Mühe ja gar nicht zu machen. Möchtest du mehr Tattoos? Also das Problem ist, Leute, ich möchte seit Jahren, also eigentlich kann man sagen, jein. Eigentlich möchte ich schon mehr Tattoos. Ich habe mir auch seit Jahren immer bestimmte, also Tattoos mal so abgespeichert, die ich ganz cool finde oder wo ich mir denke, sowas Ähnliches möchte ich haben. Natürlich möchte ich nichts nachmachen, würde ich auch gar nicht wollen. Aber wenn ich etwas Cooles sehe, dann speichere ich mir das ab, so als Inspiration. Und ich habe auch schon ein paar Ideen für Tattoos und
Das Problem ist aber, dass ich dann immer wieder andere Sachen sehe und Vorstellungen habe, das könnte man ja auch machen. Und wenn ich mir dann jetzt vorstelle, ich hätte jetzt zum Beispiel hier schon was, dann würde ich mich vielleicht hinterher ärgern, dass ich jetzt dann eigentlich was anderes haben wollen würde. Das Problem ist, ich bin halt sehr sprunghaft und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mir dann hinterher so denke, scheiße, hättest mal gewartet, dir ist jetzt doch noch was Besseres eingefallen. Also ich habe nicht genug Körperstellen, um alles zu erfüllen, was ich mache. Deswegen habe ich halt einfach fast gar keine. Also Mini-Tattoo. Ja, ist ein bisschen schwierig. Darüber hinaus stehen jetzt gerade so viele Sachen an, die ich mir gerne kaufen möchte. Unter anderem eine Einbauküche und solche Dinge. Das ist halt einfach wichtiger. Und deswegen gebe ich mein Geld lieber für sowas aus. Und Tattoos, ich meine, sind zwar nice, aber brauche ich das unbedingt zum Leben? Ich meine, da ist so zum Beispiel so eine Küche doch wichtiger. Ich weiß nicht, ob ich mir jemals noch Tattoos machen würde. Die optimale Lösung wäre ja, erstens mehr Geld, aber die optimale Lösung wäre ja, wenn ich mir Tattoos machen würde, die aber nicht ein ganzes Leben lang halten, sondern vielleicht nur ein paar Jahre. Und wenn die dann nach ein paar Jahren so ganz weg sind, dann habe ich wieder Platz für andere Sachen. Das wäre eigentlich so optimal, aber das Geld, da brauche ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Ich kann mir das jetzt sowieso alles nicht leisten. Wenn ich mir schon Tattoos mache, dann will ich auch auf jeden Fall richtig gute. Und richtig gute Tätowierer sind arschteuer. Davon gibt es auch nicht so viele. Deswegen muss man ja auch ewig, monatelang darauf warten. Und ja, deswegen, also wenn dann nur richtig gute Tattoos sind, die sind halt arschteuer. Es gibt so viele Tätowierer, aber die, also wenn ich sehe regelmäßig, jetzt ist ja bald wieder die Zeit, wo alle freizügig rumlaufen im Sommer, da sieht man so viele schlechte Tattoos, dass ich mir einfach denke, ey, du trägst es dein Leben lang und es ist einfach eine Scheißqualität. Also ich will jetzt niemanden offenden, so, aber ey, 90% von den Tattoos, die ich so im Alltag sehe, die sind einfach nicht geil gestochen. Aber okay, müssen die Leute ja selber wissen. Ziemlich oft wird die Frage gestellt, wie es mir geht. Das habe ich ja schon beantwortet, wie es meinen Tieren geht unter anderem auch. Da habe ich ja auch schon Videos zu gemacht, dass die beiden leider mittlerweile tot sind, meine beiden Kaninchen. Und ich habe auch in nächster Zeit erstmal nicht vor, mir Tiere anzuschaffen, weil es ist irgendwie auch mal ganz entspannt, auf niemanden außer sich selbst Rücksicht nehmen zu müssen. Und ich denke, jetzt in meiner Situation sollte ich mich vielleicht sowieso eher auf mich selbst konzentrieren. Und es ist ganz gut, mal so gar keine Verantwortung für irgendjemanden zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Mal Animes geschaut. Wenn ja, welche? Und deine Favoriten? Lieblingscharaktere würde auch noch interessant sein. Also ich bin ja, auch wenn man es mir nicht ansieht, jemand, der so mit Animes nichts anfangen kann. Also ich bin jetzt kein Hater, ich habe nichts dagegen. Aber ich habe mir schon mal den einen oder anderen so angeschaut und das ist irgendwie nichts, was mich in den Bann zieht. Also ich verstehe so diesen ganzen Japan-Hype nicht. Also die meisten Leute, die also Animes, Mangas mögen, die mögen halt automatisch Japan. Also die fühlen sich dann da irgendwie, das ist einfach, wie soll ich das erklären? Ich kann schon verstehen, was die Leute daran mögen, aber es ist halt einfach nicht meins. So, versteht ihr? Ich kann damit einfach nichts anfangen, aber das ist vollkommen cool. Ich bin kein Hater, ich akzeptiere das total, wenn jemand das toll findet. Aber Geschmäcker sind eben verschieden und für mich ist das eben nichts. Außer so Klassiker, die ich natürlich in meiner Kindheit geguckt habe, sowas wie Sailor Moon, hat aber jeder geschaut. Oder Pokémon damals noch als Kind, aber darüber hinaus eigentlich gucke ich überhaupt irgendwelche Animes. Nein, ich glaube nichts, nee, eigentlich nicht. Nichts von dem, was ich schaue, sind Animes. Also wie gesagt, nur unbewusst, so als Kind, Sailor Moon, Pokémon. Was habe ich denn noch geguckt? Mila? Oder hieß die Nila? Nee, Mila. Ja, aber das war es dann eigentlich auch. Also nicht meine Welt einfach. Ich mag die zwar optisch sehr gerne, also so eine schöne Manga-Zeichnung ist sehr, sehr schön, wenn es nicht gerade so übertrieben ist, was ich daran auch immer so nervig finde, das finde ich persönlich, dass das immer so sexualisiert wird. Also die haben dann immer mit, also sie gehen zur Schule, haben aber solche Titten und das ist mir so ein bisschen, ich finde das nicht so cool irgendwie, das so darzustellen. Immer alles muss so sexy sein und mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Jedem das Seine. Stören dich die ekligen Kommentare von manchen Männern hier eigentlich gar nicht? Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich habe auch schon festgestellt, dass es tatsächlich manche Männer gibt, die, ich weiß nicht, ob man das schon, nee, das kann man eigentlich nicht Stalking nennen, weil es sich ja nur aufs Internet beschränkt, aber dass die schon irgendwie ein bisschen krank sind.
Aber ich denke, das ist etwas, da muss man als öffentliche Person, Influencer, YouTuber, was weiß ich, einfach mit leben. Also es gibt so bestimmte Namen, die sehe ich halt unter jedem Foto und manche sind halt extrem gestört. Also ich habe da auch schon teilweise Nachrichten bekommen. Ich erinnere mich da an einen Fall, da habe ich mir auch vorsichtshalber die Adresse, der hat eine Website, da habe ich mir das Impressum alles gesaved, dass für den Fall, dass da mal irgendwas kommt, ich sofort zur Polizei gehen kann und sagen kann, hier, der ist das und dann ist gut. Also da waren schon ein paar krasse Sachen, zum Beispiel, dass mein, ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht so krass, dass mein E-Mail-Posteingang so richtig zugespammt wurde mit 100 Mails am Tag von einer Person. Da muss man sich ja schon fragen, ob die Leute irgendwie keine Hobbys haben, Bilder zugespammt. Aber ich glaube, dieser Mensch, keine Ahnung, wie man das nennt, ich bin jetzt auch kein Psychologe, aber das war halt so ein Tag, so die mega Komplimente gemacht und am anderen Tag waren da so Kommentare wie, ja, ich stech dich ab und ich komme zu dir nach Hause und kidnapp dich und all so eine Scheiße. Und dann, also deswegen habe ich mir halt unter anderem die Adresse und die ganzen Kommentare und so alles abgespeichert, sodass, falls mal irgendwas sein sollte, dass ich dann direkt zur Polizei gehen kann und alles gesichert habe. Ob mich das stört, solange sich das nur aufs Internet beschränkt, ist mir das eigentlich scheißegal, ob die da Kommentare schreiben oder sonst irgendwas mit den Bildern machen. Das juckt mich eigentlich nicht. Nur wenn es dann darüber hinaus läuft, wird es natürlich nervig und nicht mehr angenehm. Aber das ist zum Glück noch nie passiert. Welche Games spielst du am liebsten am PC? Also tatsächlich ist nach wie vor Minecraft bei mir immer noch angesagt und ja, World of Warcraft, da komme ich irgendwie immer wieder zurück, aber das sagt irgendwie jeder WoW-Spieler. Also ich spiele ja schon seit Classic und ja, meine erste Pause war dann nach WoTLK und ab da war dann immer so ein bisschen Pause, mal wieder rangetestet. Also wieder aktuell gespielt habe ich dann wieder zu, was war das, Legion, so Mitte Legion und dann Ende Legion aber auch nicht mehr, bis jetzt vor kurzem wieder. Da habe ich dann wieder mit Classic angefangen und jetzt gerade spiele ich so ein bisschen Retail, aber da merkt man auch erstmal, wie krass unterschiedlich das eigentlich ist und dass Retail irgendwie, boah, so den kompletten Reiz verloren hat. Ich finde, es hat so gar keinen Charakter mehr. Aber es ist auch ganz interessant irgendwie, dass es jetzt also normales WoW und WoW Classic gibt, weil es sind zwei vollkommen verschiedene Spiele, obwohl es ja das gleiche Spiel ist, aber das Spielfeeling dabei ist so anders, dass es eigentlich ganz cool ist, weil je nachdem, worauf ich dann Bock habe, kann ich das eine oder das andere spielen. Und ja, also WoW nach wie vor, da komme ich irgendwie immer wieder zurück. Und ja, Minecraft. Welche Pläne hast du für dein Leben? Welche Ziele willst du irgendwann mal erreichen? Also ich habe mir schon vor langer Zeit abgewöhnt, mir irgendwelche Pläne fürs Leben zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, dass immer wenn ich mir zum Beispiel gesagt habe, was weiß ich, also als Klassiker zum Beispiel, was man als Kind sagt, dann und dann willst du verheiratet sein, dann und dann muss das erste Kind kommen und so, oder dann und dann willst du, was weiß ich, deinen Führerschein gemacht haben und dann, keine Ahnung, so klassische Lebensziele, die ja irgendwie fast jeder hat, habe ich nie wirklich erreicht. So, das sind halt Dinge, die kannst du jetzt auch nicht wirklich planen. Und deswegen habe ich schon lange aufgehört, mir solche Ziele zu setzen, weil ich denke, wenn man die dann nicht erreicht, ist man umso enttäuschter. Und ich lasse einfach mittlerweile einfach nur alles auf mich zukommen. Also jetzt gerade in meiner Situation, gut, mit so einer psychischen Krankheit, das kann man ja eh nicht vorhersehen. Oder konnte ich nicht vorhersehen. Und das ist für mich jetzt erstmal das Wichtigste. Und deswegen plane ich nicht, was weiß ich, in den nächsten 5 Jahren will ich heiraten oder was. Oder was weiß ich. Also ich mache mir da gar keinen Stress. Und ich habe so kleine Ziele im Alltag, aber nicht so richtige Lebensziele in dem Sinne. Also kleine Ziele sind zum Beispiel, bis zum Sommer will ich meine Küche gestrichen haben oder was weiß ich, so solche Dinge halt, so kleine Dinge. Also richtige Lebensziele, sowas mache ich mir nicht mehr. Da wird man nur depressiv, wenn man die dann doch nicht erreicht, gerade wenn man es nicht kontrollieren kann. So, ich denke, das war es jetzt erstmal. Danke für eure Fragen. Ihr könnt mir ja gerne, falls ihr Bock habt, unter dieses Video auch Fragen stellen für das nächste Video, was dann irgendwann mal kommt. Wir können das ja ein bisschen sammeln, wenn ihr Bock habt. Und ja, lasst gerne mal Feedback da zu dem, was ich gesagt habe, eure Meinung gerne dazu. Und ja, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann war's das für heute. Bis dann. Schönen Tag noch. Ich wünsche euch was. Macht's gut.